Ich probiere das Ganze jetzt noch einmal. Also das verspreche ich euch. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann war es das mit dem Let's Play Mutant Year Zero. Weil dann reißt mein Geduldsfaden, der eigentlich relativ stark ist, aber jetzt viermal insgesamt, oder wahrscheinlich schon das fünfte Mal, ich weiß gar nicht mehr, wie oft ich jetzt an dem schon verreckt bin. Dieser Kardinal Hansen, der kann mich dann mal kreuzweise. Over here. Ah, er hat sogar Tag gespeichert. Das könnte man ja als fast positiv bezeichnen. Dass ich da jetzt schon ein paar Gegner eliminiert habe. Das ist schon wieder so eine Sache, wo ich genau weiß, dass ich nicht triff. Ich glaube, ich will mir zuerst den kleinen Minion da schnappen. Das sogar kritisch. Der Feind hat dich gehört. Ist ja schön. 50% Trefferchance. Ebenfalls 50%. Ja, probieren wir es. Seh der letzte Versuch. Hopp oder top. Jetzt funktioniert auf einmal alles. Kann ich die da festwurzeln? Ich kann den auf jeden Fall festwurzeln. Der näher ist. Keep going. 50%. What the fuck? Ach, ich hätte sogar getroffen. Er hat ihn auch mit dem Telekinesisch-Schild draufgefallen. Der schießt daneben. Okay. Damit kann ich leben. Au. Er schießt durch eine Tonne, eine Decke und eine Hausecke. Trifft mich. Plötzlich sind die 50% auf meiner Seite. Der liebe Hansen. Er wiederbelebt seinen kleinen Minion. Okay. Der Sektenjäger trifft natürlich egal, auf was er schießt. Ah, der hüpft sogar runter. Wie freundlich. Ein Schaden kann ich leben. Ja, ich feuer nicht mehr unbedingt. Bastard, got me.
that hurt? Okay. Jetzt bist du dran, meine Liebe. Nachladen und... Die sind so weit weg. Ja, probieren wir's. Ich triff ihn sogar. Jetzt bin ich ja schon fast schockiert, dass das Spiel plötzlich... treffen kann. Okay, wenn ich hier schon sprinten muss, werden wir es aber so machen. Rennen und Peng. Wir sprinten an eine halbwegs bessere Position. Nein, nicht schießen. Okay, daneben schießen darfst. Jetzt kommt natürlich der ultimative Schmäh. Von ihm. Raus, er versteckt sich um die Ecke. Der trifft nicht. Okay, damit bin ich äußerst zufrieden. Der geht in Deckung, ist mir wurscht. Der kleine Sektenjäger, da kann ich gern haben. Er flüchtet auch, okay. So, 50% Treffchance. 75% Trefferchance, na, das macht auch. Schieß mir daneben. Nicht der Ball. Schaut euch das an. Ich krieg die Krise. So, ich hab gesagt, du lasst einmal nach. Und machst den Overwatch-Gangster. So, du ladest nach. Du musst auf jeden Fall in Deckung gehen, sehe ich gerade. Du bist da absolut offen. Ist das eine Deckung? Nicht wirklich. Ist das eine Deckung? Ja. Aber dann haben wir nur mal 75% Trefferchance. Aber ich pfeif drauf. Ich habe jetzt eh schon abgeschlossen mit dem Spiel eigentlich. Ja, das bringt nichts. Sorry. Der trifft nicht. Ich sag. Was machst du jetzt? Wieder ein Molotov. Okay. Der klettert wieder rein. So. Du schießt einmal. Jetzt kriege ich aber echt gleich die Krise. So, dann machen wir das ganz anders. Aus nächster Nähe. Daher. Was machst du jetzt? Ja, damit kann ich leben. Das ist okay. Okay. Wenn ich euch separieren kann, habe ich da absolut nichts dagegen. Der rennt ins Feuer, der ist sowieso der absolute Hero. 25%, 25%. Na, lieber nehme ich die 25% auf den Pops da drüben. Auch wenn alle daneben gehen. Wir werden das anders machen. Während ich... Ja, wenn ich dich festbinde, bringt mir das nicht allzu viel, aber ich könnte... Ah, da komme ich nicht dran, außerhalb der Reichweite. Okay, ich werde dich festbinden, mein Lieber. Ich werde mit dir nachladen. Soll ich mich heilen, damit das Feuer ausgeht? Ja, ich probier's. Heilen wir sicher mal. Jetzt kommt er sicher wieder mit dem Mind-Control-Blödsinn. Oh. Damit habe ich auch gar nicht gerechnet. Dass die in die Offensive gehen. Jetzt wirft er auch noch einen Molotov.
Okay. Ich schieße natürlich auch auf die Ente. Armer Dachs. Aber jetzt. Pyro weniger, ist schon mal was Gutes. Da geht er jetzt echt in Fluchtmodus. Ach, jetzt schießt die daneben. Habe ich kurz einen Hoffnungsschimmer gehabt, dass es vielleicht doch was wird. Und schon werde ich wieder schwerstens enttäuscht. Wie viele Medikits habe ich denn noch? 4. Ja, halte ich einmal. Die Ente ist ja als nächstes dran. Darauf. Was geht? Wenn ich wusste, dass man so weit rauf kann, dann wäre ich da auch schon oben gewesen. Jetzt wirft er schon wieder Molotow. Das war so klar. Ach, Dax, du Armer. Was soll ich mit dir machen? Du laufst einmal weg. Alles keine Deckung. Laden wir mal nach. Nein, warte mal, wenn ich nicht die Waffe wechsle. Daher habe ich 100% Trefferchance. Das ist nichts, kann man sagen. Ich kann den Typen eine Granate darauf schupfen. Ich könnte ihm einen Molotow darauf schupfen. Dann muss er wieder runter. Das werden wir machen. Das ist eine gute Idee. Ich bin so clever. Ja, das ist mir wurscht. Dass der keinen Sturzschaden nimmt, das tut noch mehr weh. Okay, Dax, du brauchst wieder ein Medikit, unbedingt. Zuerst gehst du aber da in Deckung. Nein, das wollte ich nicht, das ist ja der Boromir. Bitte. So. Du, lieber Dax, gehst hinter diesem Baum hier. Knallst du jetzt das vorletzte Medikit rein. Du, meine Liebe, ladest nach.
bringst jetzt mit 75% bitte ein bisschen Glück. Jawohl. So wollte ich das sehen. Nicht das Schweinchen. Nicht das Schweinchen. Daneben, daneben, daneben. Gut. Langsam aber doch funktioniert ja irgendwas mal irgendwann. So, meine Liebe, du musst dich leider wegsprintend bewegen. Das will ich aber ehrlich gesagt gar nicht. Ich will den Insektentypen da jetzt noch abknallen. Komm schon, 75%. Komm, 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 komm. Kill the woman. Ja, du kannst ruhig näher kommen. Der schießt daneben. Das ist sehr gut. Ah, der wirft den Molotow wieder von Dax. Pistole ist das jetzt nicht so schlimm. Alles zusammen. Na bitte. Jetzt haben wir nur mit dem Pyro. Und den lieben Kardinal Hansen. So wie mein Schweinchen. Absorbiert, so gefällt mir das. Das ist natürlich die Frage, wie lange ist mein Schweinchen jetzt noch gestunt? Oder unter Mind Control? Autsch. Nachladen. Nochmal einen Zug. Bleibt einfach auf Überwachung. Du meine hübsche Sprintest. Was macht. Warum? Wie? Sektenpyro. Ding, ding, ding. Au, also 5 Schaden ist schon heftig auf einmal. Zack. Finde ich auch, ja. Das ist mir wurscht. Das ist mir so schnuppe. Ich werde das nämlich jetzt so machen. Kannst mich gern haben. Schmafu. Treffer. Daneben. Eine Kugel ist doch locker in den reingegangen. Das habe ich doch gesehen. Ihr Schweine. Stung me with that one. I'm it. Overwatch. Er ist tot. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaub's ja gar nicht. Ich habe den Kardinal Hansen da gerade erlegt. Jetzt fehlt mir natürlich nur mehr dieser blöde Sektenpyro.
Einmal gleich mal festhalten. Der wirft natürlich noch einen Molotov-Cocktail auf den armen Boromir. Okay, bewegen sich. Na, da muss ich wieder sprinten, hey, was. Wurscht. Ente gut, alles gut. Komm schon, Dax. 25%. Habe ich was anderes? Ich könnte den anzünden. Yay. So, jetzt muss ich ein bisschen übertreiben. Da wirklich das Näherste zugekommen, weil ich sollte Maxl natürlich nicht allzu nah aneinander bringen. Komm schon. Schießt die daneben mit 50. Gut. Zwei haben gesessen. Wahnsinn. Stirbst du jetzt aufgrund von Feuerschaden? Nein. Der schießt daneben. Ich glaub's ja gar nicht. Ich glaub's ja echt nicht. Wir haben gerade den Kampf aller Kämpfe gewonnen. Den bis dato schwersten Kampf auf jeden Fall. Wahrscheinlich einfach nur aufgrund dessen, weil ich schon komplett drauf pfiffen habe und damit gerechnet habe, dass ich das Spiel nachher abdrehe und nicht mehr einschalte. Wo geht's denn da lang? Cool, Reisen. Ah, da ist eine Kiste. Aber ja, wir hatten tatsächlich etwas Glück. Erhöht den Granatenschaden um 2. Ja, natürlich nehmen wir es. Ist die Frage, wem setzen wir es auf? Was haben wir? Kritische. Okay. Die Immunität, na, das muss bleiben. Größere Waffenreichweite ist auch interessant. Da ich die Granaten jetzt nicht allzu oft verwende, werde ich das wahrscheinlich irgendwem anderen aufsetzen. Was hast denn du? Inventar, genau. Du kriegst einmal das Hütchen. Das passt dann ja richtig. Mutationen. So. Wir wollten hier haben einen Alpinist. Da brauchen wir noch einen Punkt. Plus 25% Waffenreichweite. Alpinist. Er ist natürlich auch interessant, aber ich nehme mal die Reichweite hier. Ja, für die Steinhaut muss ich jetzt nochmal einen Punkt warten. Ich glaube, jetzt ist das, wo wir hin müssen. Ich glaube es ja nicht. Wir haben es geschafft. Tatsächlich haben wir jetzt den bösen
Kardinal Hansen besiegt. Da kommen wir in einen unterirdischen Raum, wo ein Helikopter drinnen steht. Das muss mir jetzt mal einer erklären. Es sei denn, das Ganze ist ein riesengroßer Aufzug. So Resident Evil mäßig. Die ganze Base kann man per Aufzug hochfahren. Glaub's aber nicht ganz. Deswegen muss man das jemand erklären, warum dein Helikopter unterirdisch irgendwo steht. Also Schrott gibt's hier auf jeden Fall eine Menge. The star that every mutant dreams of. Eden is in our memory. Mimer Enclave. That's the name of the ancients who built this place. Ladies and gentlemen, hallo. We've got ourselves here a weapon. The Elder told me about these things. They can wipe out whole settlements in a heartbeat. Okay, hier gleich hin. Ja, da kann man überall reingehen. They use the bodies to grow mushrooms. Ingenious and really disgusting. Absolut. This is where the ancients slept. All together like this. Was bist denn du, Hübsches? Okay. Gefällt mir. Das will ich gleich mal du nehmen. Genau. 2 zu 4 im Vergleich zu 3 zu 6. Das ist ja echt schon heftig. 2 zu 4. 3 zu 6. Was haben wir da? Okay. Ja, das würde ich auch mal sagen. Kann interessant sein für eine Schrotflinte. Gegner zurückzuwerfen, einen zusätzlichen kritischen Schaden. Was haben wir denn da jetzt an Granaten? Ja, Cocktails bis zum Umfallen. Die müssen wir auch gleich wieder ausrüsten. Denn immerhin haben wir vorhin viel verbraucht. Ich werde mich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal umschauen. Zum Untersuchen. Ist das eine Notiz? Ein Artefakt ist das sogar. Sehr schön. Hammond mentioned a book like this with gizmos and whatnot. The ancients sure like their books. Use a pencil. Gizmos? Was ist denn hier drinnen? Aber hallo. GJR666. Reichweite 20. Nur ein Schuss pro Ladung. Aber dafür 10 Schaden und 11 Crit-Schaden. Das Ding wird natürlich mitgenommen. Ich frage mich, ob ich es nicht gleich ausrüsten soll. Wir haben hier. Ich werde die Ausrüstungsteile von dem Teil hier auf jeden Fall auf diese Railgun montieren. Uninteressant ist das Ding auf jeden Fall nicht. An empty throne. All it needs is a power mad dictator. Ja, da kommt sicher noch. I get a feeling this panel controls that weapon. But it's long dead. Like whoever was here left in a hurry. This doesn't feel good. Oh no. That pig's head. It looks like.
Anspielungen über Anspielungen. That nonsense psycho said Hammond was around here. Keep your eyes open. Go boom. Where the hell is Hammond? Ja, wo ist er jetzt? Gefängniszellen. Das schaut ja schon fast gut aus. That's him. That's Hammond. Trapped. We have to save him. Ah, da drüben im Nachbarraum. Hey, Hammond. When we find him. But we find him. We find him as a team. With Hammond, the Ark's heart can start beating again. We think our mission is complete, but Hammond insists on telling us a secret. A secret that rips a hole through the middle of my life. He tells us he's been to Eden. Yes, the Eden. The mythical place beyond the zone where the secrets to life are kept. He says Eden is a base for the ancients, who are very much alive and creating the mimer machines we've been seeing. He says the ancients do know the secrets to life, but not human life. Mutant life. Me, Pharaoh, Selma, Magnus. Our ears perk up. If ducks had ears, they'd perk up too. Us mutants don't remember jack about our pasts. We're walking amnesiacs. We wonder why some of us look like animals, and others have powers we don't understand. Finding out who we are sounds like the quest of a lifetime, or a very big mistake. There's a problem. Hammond tells us the Nova Sect probed his mind, stole the location of Eden from his thoughts. They're headed there now. Determined to unleash the power of the ancients and cleanse the zone, which means killing everyone inside the Ark. Our home. He says there's one chance to beat the Nova Sect to the gates of Eden. Go through the Forbidden City, he says. It's a shortcut and the Nova Sect are too scared to go through. That doesn't make me feel too good. Hammond begs us not to tell the Elder, because the Elder won't accept the truth. Our mission was a man. Now it's Eden. We have one final journey to save the Ark. But if us stalkers discover who we really are, will we want to come back? Ja, na, sehr cool. Da gibt's sogar einen Erfolg. Rette Hammond vor den von dem Nova-Kult. Ich werde aber hier jetzt wieder abspeichern und werde tatsächlich nochmal wann anders weitermachen. Denn ich habe zwar gesagt, ich werde aufhören, wenn ich es nicht mehr schaffe, aber ich habe es geschafft. Also muss ich das Spiel jetzt weiterspielen. Dementsprechend, ja, speichern. Nicht vergessen, ganz wichtig. Und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann.